Der international gefragte Opernsänger Günther Haumer und die Caprice-Intendantin Frohlieb Stolberg-Tomsitz gaben sich dem italienischen Liederbuch von Hugo Wolf hin und brachten italienisches Liebesflair ins alte Rathaus von Wiener Neudorf. Gesungen wurden die Lieder vom international erfolgreichen Opernsänger Günther Haumer und der Wiener Neudorfer Künstlerin Frohlieb Tomsitz-Stollwerk, begleitet von der japanischen Pianistin Megumi Otsuka. Ich habe das italienische Liederbuch zu Hugo Wolfs 100. Todesjahr zum ersten Mal gesungen und in der Zwischenzeit immer wieder mit anderen Sängern, dieses Mal zum ersten Mal mit Günther Haumer, worauf ich mich besonders freue. Ich habe das einige Male gesungen mit verschiedensten Pianisten und Kolleginnen. Ein absolut faszinierendes Stück und darum freue ich mich immer, wenn es wiederkommt. Wieso faszinierend? Faszinierend, weil so unterschiedliche Charaktere da drinnen vorkommen. Es ist ja in dem Sinn keine Geschichte, sondern es sind irgendwie lauter Einzelmomente und Aufnahmen, wo eine Frau oder ein Mann eben verschiedenste emotionale Zustände ausdrückt. Sie werden überrascht sein, wie knapp und kurz manchmal Hugo Wolf es versteht, den Inhalt in Musik zu verpacken. Unter dem Namen Italienisches Liederbuch vertonte Hugo Wolf 46 volkstümliche italienische Liebesgedichte. Der Charakter der Lieder ist durchwegs geprägt von Lobpreisungen der Verliebtheit und der Schönheit der oder des Angebeteten. Insgesamt überwiegen sehnsüchtig melancholische bis schmerzliche Stimmungen. Es geht um ehrbietige Anbetung fast, also fast gläubig, naiv gläubig manchmal sogar. Es geht um Zornausbrüche in der Beziehung, es geht um Eifersucht. Es gibt verschiedenste ganz spannende Momente. Hugo Wolf hat diese Komposition gemacht nach den Übersetzungen von Paul Heise aus dem Altitalienischen. Haben Sie es in Italienisch gelesen, um sich einzustimmen? Muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ja ein altes Italienisch, das schaffe ich nicht. Aber Paul Heise hat nicht nur übersetzt, sondern in eigene Lyrik gegossen und es sind wunderschöne Texte. Die 46 Lieder sind von Hugo Wolf in loser Folge komponiert worden und es obliegt dem Sängerpaar, sich eine eigene Reihenfolge daraus zu machen. Darüber haben wir schon über mehrere Wochen hin und her überlegt und dann haben wir uns an die Einstudierung gemacht. Es gibt verschiedenste Traditionen, wie man das macht. Wir machen es ein bisschen anders diesmal. Es geht eigentlich übers Ausprobieren, wo man sagt, okay, das funktioniert gut. Es geht darum, dass eben eigentlich so etwas wie ein Schlagabtausch stattfindet. Die Lieder sind manchmal flehend, manchmal bittend, manchmal traurig, manchmal frech
und je nachdem antwortet dann der zweite Sänger darauf. Selten ist das etwa eineinhalbstündige Werk als Ganzes zu hören. Meist werden Auszüge auch in anderer Reihenfolge aufgeführt. Mehr von diesem Konzert sehen Sie am Mittwoch um 21 Uhr auf N1, Ihrem Regionalsender aus Niederösterreich.